Hallihallo! Hallöchen! Wir sind auf dem Weg wieder nach... Von Phuket nach Kuala Lumpur. Was macht ihr denn da? Guck mal da oben. Da ist einer am Klettern. Hier sind Kletterer am Flughafen. So, wir sind auf dem Weg nach... Kuala Lumpur. Kuala Lumpur, nach Malaysia. Jawohl! Verrückt. So, wir sind weg. Weg vom Phuket. Ja, war echt schön, aber wir haben viel zu wenig Meer gesehen. Wir können es kaum erwarten auf Bali. Da gibt's Meer ohne Ende. Fliegen macht Spaß. So, wir sind jetzt unterwegs und Annie ist fleißig am Videoschnitt. Wer hat am meisten Pech? Ja. Zahn ist noch da, aber ich könnte den. Ich lasse das jetzt. Ich könnte den so rausziehen, das sieht echt schlimm aus. Ich lasse das. Aber der wird jetzt Gott sei Dank hier gleich repariert. Also 15 Minuten müsste ich wohl noch warten. Dann kommt der Arzt wieder und dann wissen wir, ob er heute noch oder ob er heute noch drankommt oder nicht. Ja, ich hoffe. Warten wir mal ab. Ja, jetzt stehen wir hier mit der gesamten Familie und ja. Warten auf den Zahnarzt. Wir sind gerade erst angekommen. Ja, direkt vom Koffer stehen hier direkt vorm Zahnarzt. Kannst du dir mal zeigen. Ich war so unendlich froh, dass sie die Krone dann wieder dran setzen konnten. Es gab dann auch keine Probleme. Die konnten meine alte Krone, die ich dann im Essen wiederfinden musste, haben sie dann ohne Probleme wieder dran setzen können. Sehr interessant ist auch, wie man hier sehen kann, die Ärzte und auch die Patienten tragen keine Schuhe. Mussten vor der Tür alle ausgezogen werden. Und ich habe umgerechnet 23 Euro bezahlt. Kann man nicht meckern und ja, ich kann wieder beißen. Und jetzt im Taxi. Yay. Ab ins Hotel. Wir sind fertig. Jetzt wird es um Zeit. Es ist kurz vor 7 abends. Wir sind morgens um 5.30 Uhr aufgestanden. Und weil unser Flug auch noch Verspätung hatte und wir viel zu früh da waren, hat der Tag ewig lang gedauert. Ja. Aber der Zahn sitzt. Kuala Lumpur. Jawohl, Zahn ist wieder drin. Wir sind fix und alle. Heute war echt ein anstrengender Tag. Aber ja, jetzt genehmigen wir uns hier mit den Eltern ein leckeres Bierchen und Annie fängt gleich an zu schneiden. Und dann war es das auch schon für heute. Und morgen haben wir einen wunderschönen, langen, tollen Tag geplant. Ja, genau. Mit ganz vielen Touren in Kuala Lumpur. Und ihr seid wieder dabei. Jawohl. Scott ist gerade am Essen, hat seinen Zahn gerade verloren. Wir haben den jetzt reingesteckt. Der Schneidezahn. Das ist ein Fake-Zahn, da habe ich eine Krone drauf. Ich bin irgendwann mal hingefallen. Ich beiß gerade hier in ein Subway-Sandwich, total weich. Und merke auf einmal einen Luftzug im Mund. Jetzt habe ich Angst bei jedem Bissen. Ich habe es einfach wieder dran gesteckt und jetzt muss ich irgendwo hoffen, dass ich beim Zahnarzt gleich einen Klebe finde. Also vorsichtig essen, Schatz. Ja. Wir passen jetzt auf, dass Scott seinen Zahn nicht wieder verliert. Er sitzt noch drin, Schatz. Immer noch. Ja? Ja. Schmeckt nicht gut. Jetzt ist gut. Klasse. Spannung auf YouTube. Verliert Scott seinen Zahn erneut. Schluckt er ihn runter. Müssen wir müssen wir nachher deinen Code durchsuchen. Ja, ist immer noch. Was die Leute hier denken.
Vor allen Dingen habe ich gerade mein Essen, ich habe reingebissen, keiner hat es ja gesehen. Ich habe meinen Mund dazugelassen. Erstmal in jedem Fleischstück mein Zahn gesehen. Alle Leute gucken mich an. Schön vorsichtig essen, ist immer noch da. Es gab besseres Essen. Ja. Geschafft. Geschafft, ihr seht nichts.